Tja, ah, ja. Der Mann hat ein Ego. Finkten. Ganz klein gelesen. Was guckt sie mich denn an? Hallo? Dies verkneift mich. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Ich meine den Revolver. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 20 Minuten! 15 Minuten! 15 Minuten! Wer bietet 14? 14? 10! 10 Minuten! Wer bietet 9? 9! Ich biete 9! Lautet das Angebot. Wer bietet 8? Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, dass ihr zu uns kommt, wisst ihr, was derjenige dann in Wahrheit sagt? Nun, er sagt, haha, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Freund, das ist du wirst für dumm verkauft. Und Freund, du bist nichts als ein Sklave. Hier, für die Kasse. Aber das könnt ihr nicht richtig tun sagen. Sagt, ich bin verschlossen. Kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Fink-Arbeiter. Und stolz darauf. Ah, das ist der Uhrenmacher. Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Sieht aus, als hätte man alles in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. So, rote Zeichen. Was sollen wir draußen suchen? Oder? Gibt's nichts mehr, ne? Was haben wir denn da hinten? Einfach Silver Eagle, alles klar. Die Hyäne ist eine Betrügerin. Sie lebt, um Unruhe zu stiften. Hütet euch vor der Hyäne. Am Ende lässt sie euch nichts als ihr Hohn lachen. Ich will keinen Stress hier, ne? Ob das klar ist. Liegt ja doch was. Egal. Das ist jemand 7 haben wir wieder. Na komm, lass mal. Brauchen wir Geld? Erstmal sagen, ja, ich sag den F noch bereit. Was wollen Sie mit dem Ding jagen? Einen Marienkäfer? Warte mal.
im Revolver. Hat gar nichts. Oder? Warte mal. Das Symbol. Ist das hier, ne? Nee. Das ist eine andere. Oder keine? Okay. Hm. Dann muss ich irgendwann mal austauschen. Hier ist es, Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Das kann die nicht aufbauen. Okay. Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Deswegen gehen wir mal hier rein. Vox. Daisy. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme. Auch ohne, dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Vox in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Bitte die Waffenschmiede. Bereich verlassen, alles klar. Jetzt bin ich aber gespannt. In der Schmiede, in der Schmiede. Komm ich mal in den Ofen. Geht nicht. War da was? Da ist Salze. Okay. Ja, machen wir den hier. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Ja, was ist das denn da? Schwamm? Ja, Ruhe. Hallo? Hallo? Keine Ahnung. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Er versteckt sich. Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Da ist unten jemand. Hört sich aber nach hier an. Sie Mrs. Lin. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Booker, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es.
Okay, finden wir raus, wo dieser Goodtime Club ist. Ach du Heilige. Aber ist der tot oder nicht? Jo. Still! Zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Kommt der Affe hier einfach. Keiner mehr hier. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Was ist das denn? Musik? Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Es ist ein Easter Egg. Der Bronco ist hier. Weil der irgendwie ganz geil ist. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Nummern frei, ne? Mehr Geld. Okay, hier. Dahin. Also gehe ich erstmal hier. Hier ist noch Vox. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Hört uns keiner mehr hier. Ah, alles klar. Dann können wir weitergehen. Hier ist es, Mr. DeWitt. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Und nenn mich bitte Booker. Booker DeWitt. Ja. Aber ich glaube drinnen. Na komm, ich mach noch, oder? The Good Time. The Good Time Club.
Boah, der Wind, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann. Ach so. Ja, warte mal, wir haben ja die Waffe. Actually, wo ist denn die da? Magazin können wir nur größer machen. Na komm. Sie! Hier, für die Kasse. Bitte sehr. Was sie? Ja, okay, dann machen wir beim nächsten Mal. Ja. Ist das ein Deal? Machen wir das nächste Mal. Wird nämlich zu lang ansonsten. Denn er scheint noch ein bisschen zu größer zu sein werden da hinten. Na, Taschen leer. Dann gehen Sie lieber weiter. Naja, ich würde sagen, wie es beim nächsten Mal weitergeht, erfahren wir dann. Ciao. Hey Leute, es geht wieder weiter bei Bioshock Infinite. Da, der Wind, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich hab sie seit dieser Stimmt ja, hier geht's ja jetzt weiter. Beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Los. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Oh, nice, also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Munition! Hab! Hier! Das wird helfen! Danke! Was ist das? Eieieiei! Warte mal! Wir gehen aber zurück! Oh du kleiner Schüchter! Nein! Ah, ich hätte mal nehmen sollen, ne? Ah, auf einmal. Gute Show! Schmor in der Hölle! Ja! Ja! Tüchtiges Bürschchen! Was? So. Dieser junge Draufgänger ist ein
ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Hier, Hut aufheben. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich hab ihn an der Jobbörse ergattert. Versuch, Nachschub zu liefern. Du so ausgezeichnet mit so viel Ehrgeiz, Junge. Wer heute in Industries weit bringen. Schön. Alter. Du bist unfair. Was bist du denn? Clown. Wer da aus? Endlich. Alle Erwartungen, mein Junge. Weiter so. Und noch. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger Mäuler zu füttern. Hier, bitte! Danke dir. Scheiß Dinger. Uiuiuiuiuiui. Hey, das bringt nichts. Junge! Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Boah, ist denn lästig. Passiert? Wo geht's da lang? Mhm. Nur Alkohol. In den Toiletten nur Alkohol. Nein, warte. Hier, Mr. DeWitt. Mhm, sehr gut. Keine Ahnung, wohin gefunden. Invasion. Wir nehmen
Na komm. Shit. Perfekt. Das sind Sachen, die ich schon habe. Ich will was Neues haben. So. Braucht mal eine. So, die stellt sich natürlich an, als ob das... Ah, scheiße. Eine gesüppert. Was hängt da denn? Was au? Ah. Hey, da ist dein Lockpick. Ja, ja, ja. Danke, ne? Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Mhm. Hier haben wir ja alles schon mitgekommen. Booker, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Warte, Dame. Ist mir so voreilig. Willst du das singen? La la la. Gut, ich denke mal, wir haben sonst nichts. Wir sehen. Ja, okay, er ist auch leer. Da geht nichts. Okay. Okay, genau auf. Ah, warte mal. Voxophon. Drück mal an, hören. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Wusste ich ja nicht. Na komm, Freddy, du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Ich geh ja nicht vor, eigentlich dahin. Oh. Die läuft ja einfach hin. Was war das? Heiße Waffe. Nice Waffe. Wohin? Okay, dann geh ich nach hier. Ah ja. Ja, Lockpick. Karabiner gibt's hier. Hier wollen wir auch Lockpicks. Chandlin, Zelle Nummer 9. Okay. Ich bräuchte hier Hilfe. Okay. Okay. Dann mach ich das mal. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit Schade. Niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Bitteschön.